Und jetzt Godin. Keine Unterbrechung hier, es gibt den Vorteil für Neymar. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Candreva jetzt am Ball. Varela. Nun Eriksen. Romelu Lukaku. Und die Chance. Handanovic hält, Ball ist noch im Spiel. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen, aber vorher natürlich. Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Nun Candreva. Viel mit Auge. Lukaku. Lukaku. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Sie verlieren den Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit. Ballverlust hinter Mailand. Hinter Mailand verliert den Ball. Guter Pass. Oh, gefährlich. Klasse Parade an Handanovic. Aus kürzester Distanz verhindert er da noch den Treffer. Ecke wird kurz ausgeführt. So, Platz für die Flanke. Kein Problem hier. Verteidiger hat aufgepasst. Der Ball ist raus aus der Gefahrenzone. Zumindest vorerst. Marquinhos. Ballverlust hinter Mailand. Ferrati, klasse Aktion. Riesenchance Mbappé. Parade von Handanovic. Gefahr noch nicht bereinigt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, die Fans, die wissen, da war viel Glück dabei. Sie dürfen ihnen solche Chancen eigentlich nicht geben. Weiterhin unentschieden. Jetzt die Maria über außen. Ballverlust PSG. Inter über den Flügel, da ist Platz. Ball an den langen Pfosten. Tor durch Eriksen. Herrlich, macht Spaß ihm zuzuschauen. Brillanter Spieler. Und die Technik, die hat er natürlich auch. Klasse, wie die Flanke reinkommt. Und dieser Volley, da brauchst du Mut, da brauchst du Technik und vielleicht auch ein bisschen Glück. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das macht der Torhüter gut, der kann erklären. Di Maria. Varela. Icardi. Ferrati. Ferratis Pass landet beim Gegenspieler. Oh, viel Platz jetzt. Und er schießt. Gehalten von Navas. Noch gefährlich. Schuss kommt nicht durch. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Gueye. Da ist Platz für Di Maria. Mauro Icardi. Das macht er gut. Das war die Chance. Aber der Torwart passt auf. Klasse gelöst. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. PSG liegt hinten. PSG muss einiges tun und damit gehen wir rein in diesen zweiten Durchgang. Jetzt sind sie am Ball. Platz für Alexis. Jetzt die Flanke. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Da ist Ferrati zur Stelle. Inter über den Flügel, da ist Platz. Geht da voll in diesen Zweikampf.
Mbappé. Sieht vielversprechend aus. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Romelu Lukaku. Lukaku! Lukaku, oh, nicht drin. Jetzt Meunier. Eriksen mit dem Ballverlust. Neymar. Er ist frei. Die Chance. Es gibt Elfmeter für Paris. Für diese Aktion sieht der Torhüter die gelbe Karte. Natürlich nichts daneben. Ja, ist er auch. Er ist ja komplett verunglückt. Sehen wir hier nochmal, der Elfmeter war einfach nicht gut. Das kann er besser, viel besser. Vielleicht hat ihn auch der Torhüter gezogen. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Nicht gut verteidigt gegen Neymar, der Brasilianer. Icardi! Tor PSG! Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Lukaku kommt. Lukaku mit dem Zuspiel. Gefährlich! Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Viel mit Auge. Navas mit der Parade, Ball noch im Spiel. Coué geht dazwischen. Wir erleben hier heute eine enorm spannende, eine offene Partie mit Chancen hüben wie drüben und das macht Spaß. Und jetzt Ferrati. Ferratis Zuspiel abgefangen. Marco Ferrati. Jetzt der Schuss. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Di Maria bringt den Ball rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gutes frühes Stören. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ballverlust PSG. Inter über den Flügel, da ist Platz. Christian Ehr könnte die Führung werden. Kein Tor. Oh, das ist ärgerlich. Müssen sie nutzen, dann wären sie hier vorne. So bleibt es auf jeden Fall spannend. Neymar bekommt den Ball auf den Flügel. Wichtig, da muss er hin. Inter Mailand verliert den Ball. Di Maria. Di Maria! Abgefälschter Schuss und schon ist er drin. Ah, ärgerlich. Er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber Wolf, das kann passieren. Das muss er jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. Jetzt also Paris Saint-Germain in Führung. Ja, das könnte was werden jetzt. PSG verliert den Ball. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Mbappé, Icardi. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Jetzt Ferrati. Mauro Icardi. Der Pass von Icardi. Der Ball geht an den Pfosten. Ballverlust Inter Mailand. Ferrati. Ball ist bei Mbappé. Da kommt er raus und hält den Ball.
Nur der Aluminiumtreffer, es hat nicht viel gefehlt. Und sie hätten den Vorsprung weiter ausgebaut. Es bleibt bei einer knappen Führung. Nun kann Reva. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt eine gute Flanke. Schön gelöst. Den Angriff im Keim erstickt. Jetzt Neymar am Ball. Schönes Zuspiel. Mbappé. Und jetzt die Chance. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Klasse Stimmung hier im San Siro in den letzten Minuten. Die Fans spüren, dass Inter sie jetzt braucht. Und vielleicht hilft's ja, vielleicht machen sie doch noch das Tor und verhindern die Niederlage. Regulär sind es noch 7 Minuten. Noch sind sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine Einschätzung. Was erwartest du von der Schlussphase? Klasse Pass. Angel Di Maria. Marco Verratti. Die Chance für Neymar. Der Keeper hält sein Team hier am Leben. Ein Tor ist ja aufzuholen. Und durch diese Rettungstat können sie noch auf das Unentschieden hoffen. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. Nochmal die Unterstützung von den Rängen. Die Hoffnung auf den späten Ausgleich. Sie lebt. Guter Vorstoß jetzt. Vielleicht geht jetzt was. Gibt Ecke. Ecke Eriksen. Vielleicht die Chance. Ganz stark abgeblockt. Das war knapp. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Marquinhos jetzt. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Icardi. Neymar. Neymar, klasse gemacht. Andanovic hält. Ball ist noch im Spiel. Das Spiel ist zu Ende. Mit dem Sieg heute ist das Thema Abstieg für Sie schon mal keins mehr. Und das haben Sie sich verdient. Das war eine richtig starke Leistung. Wie hast du die Leistung von Di Maria gesehen in dieser? Wichtiges Tor heute von ihm. Das Entscheidende sogar. Guter Auftritt. Icardi. Stark gemacht. Das könnte was werden. Ah, das war die Chance. Aber Adanovic ist da. Gehalten.